Ohne meine Hilfe wärt ihr nichts. Ja, mein Gott, das, huiuiuiuiui. Krass. Krass, 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 krass. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Heavy. Also, das war eine Mission. Da habe ich schon mit gerechnet, dass es so. Dass es so wird. Also, ja, definitiv. Das, wow, wow. Und nochmals. Wow, gut gemacht, Brady. Ihr habt dort ziemlich aufgemischt, Jungs. Wir haben einen verfluchten Goliath! Wuhu! Yeah. Gute Arbeit, Brady, komm Jungs! Her. Yeah. Brady, komm mal her! Na klar! Komm schon, sehen wir uns den neuen Rekruten noch mal genauer an. Verdammt gute Arbeit, Jack. Danke. Bei der Werft war es echt verrückt, Mann, aber es war es wert. Verbeult und wunderschön. Ein bisschen wie ich. Boah, ist ja voll geil, das Dingen. Oh Mann, sieh dir das nur an! Hey, genauso wird sich das Blatt wenden! Wie kommt er denn da durch, frage ich mich. Das gehört hierher. Und was soll ich mit diesem Teil hier? Oh, was ein geiles Ding, Alter. Wie läuft's, Kleiner? Es ist nicht so, als würde ich hier einen Seeker reparieren. Wochen. Das könnte Wochen dauern. Ach, komm schon, sei nicht so. Der Schaden, den er auf dem Weg hierher genommen hat, ist ziemlich gravierend. Die Fernverbindung bricht ständig zusammen. Das Zielsystem ist am Arsch. Das Geschütz scheint noch online zu sein. Brady! Lust auf einen Testschuss? Klar. Das wird so richtig rocken. Bist du bereit, Miss Brady? Feuere das Geschütz. Wie. Achso. Ich wollte schon gerade fragen, wie denn? Leg los! Ja, warte. Yeah. Ich Alter. Wusste doch, du schaffst es, Heather. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Diese verdammte Überspannung brennt ständig alles durch. Unter Shit. Anderem unser Stromnetz. Parrish, wir schaffen das nicht rechtzeitig. Heather, du schaffst das schon. Ich hätte es sonst niemandem anvertraut. Egal, was du brauchst, sag's mir. Da ist noch die Sache mit der Reichweite. Wir brauchen einen Stützpunkt, der näher bei der Hall ist. Dafür habe ich einen Plan, Brady. Es gibt einen Stützpunkt in Lombard. Wenn wir den einnehmen, sind wir in Reichweite der Verhandlung. Okay. Hey, öffnet das Tor. Verstanden. Dieser Tunnel führt direkt nach Lombard. Los. Heather schließt sich dir an, sobald der Goliath wieder läuft. Okay. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Los jetzt und viel Glück. Neue Mission. Aggressive Ausdehnung. So. Na, dann wollen wir mal. Ich frage mich, ganz ehrlich, das Dingen, ja? Guck dir mal hier an, wie breit das hier ist. Ist egal. Follow the Tunnel 4. Lombard, Old Town. Das Ding wird niemals nicht hier durch. Niemals. Ich glaube nicht. Ist, nein. Old Town, Lombard. Hey, Brady. Wenn du dich auf den Weg nach Lombard machst, brauchst du eine Maske. Da draußen ist überall Gift. Was? Nimm die hier. Willst du mich verarschen? Warte mal, kann ich was? Ich baue mal eben noch mal eben kurz schnell was. Natürlich brauche ich dafür wieder was anderes. Hallo Freunde, guck mal hier, ich hab einen Molotow. Guck mal hier. Hier, riech mal. Hm, du hast da was im Gesicht. So, ich brauche eine Gasmaske für Dings, Alter. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wo wir da jetzt hinkommen. Das kann ja lustig werden. Alter Schwede. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich bei den, ich muss ganz ehrlich gestehen, bei diesem Wimmelbildspiel, was ja auch momentan läuft, oder ich weiß gar nicht, wann diese Folge kommt, ob das bis dahin schon ausgelaufen ist, das Wimmelbild so lange geht. Ich habe gedacht, komm so, machst du 15 Thumbnails und dann bist du fertig. Aber von wegen, das ist ja, boah, wir sind ja jetzt schon, wie gesagt, ich lade es gerade nebenbei hoch, wir sind jetzt schon bei Folge 17, glaube ich. Alter Schwede, es ist, Wahnsinn. Wahnsinn. Und Homefront, krass, auch hier, wie das weitergeht jetzt gerade, ist mega. Mit dem Goliath war ja schon eine Menge Action. Ich bin gespannt, was jetzt kommt mit dieser Gasmaske. Das klingt vielversprechend, wenn ich das mal so sagen darf. Alleine die Aussage, nimm eine Maske. Oh Gott. Aggressive Ausdehnung. Erreiche den Tankstellenschutzpunkt. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Gesundheitskit brauche ich auch, ja. Könnte ich gut gebrauchen. Jetzt glaube ich, 4 von 7 von 7, 6 von 7, 7 von 7. So, Kleidung.
Taschendieb, automatisch beim Takedown, das brauche ich eigentlich nicht. Ich mache so wenig Takedowns. Holographisches Visier, Zweibein, Reflexvisier, haben wir schon, Laservisier, Mündungsbremse, Treffsicherheit, Schaden, macht mehr Schaden. Ein Aufsatz für den Lauf, der die Benutzung stärkerer Munition ermöglicht. Plus 25% im maximalen Schaden und 30% verringert Rückstoß. Treffsicherheit und Reichweite. Im holographischen Visier. Probiere ich mal aus, das holographische Visier. Scheinbar dabei bin. Apropos, warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Und zwar brauche ich nochmal wieder 2 Batterien oder 3 Batterien. Dann kann ich mir nämlich nochmal in Ruhe ein paar Granaten. 3 Beladungspulver fehlt uns. Egal. Ich würde gerne das Visier oben mal ausprobieren. Ist es das Holograph? Nee, warte mal. Da ist es. Oder? Ist das holographische Visier? Ja. So. Oh, cool. Ja, probieren wir mal aus. Wird bestimmt schon richtig sein. Hier haben wir noch Gesundheitsgift. Brauchen wir alles nicht. Ah, hier können wir, weißt du, ich bin so hohl, ich kaufe Gesundheit, obwohl hier Gesundheit jede Menge rumliegt. Naja, gut. So, da gucken wir mal. Wir brauchen hier eine Gasmaske, ne? Brady, da draußen wirst du deine Maske brauchen. Ach, damals, im Jahr 2027, als es so aussah, als könnten wir die Stadt zurückerobern, haben die Norks im ganzen Distrikt Gas versprüht. Das Zeug kann dir noch immer die Lunge verbrennen, wenn du es tief einatmest. Ich schicke dir die Position des Stützpunktes auf dein Smartphone. Sobald du ihn erobert hast und Heather den Goliath repariert hat, kommt sie zu dir. Viel Glück. Boah, das ist ja krass. So, Parrish. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir die Werft in die Werft spaziert sind und einen Goliath gestohlen haben. Wir werden Walker im Handumdrehen zurückhaben. Ja, und ja, die E-Mail geht immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Achso, ich kann mal eben auf die Karte gucken, wie das Gebiet hier aussieht. Ach, das Gebiet ist ja süß. Das ist ja niedlich. Die Frage ist, was gehört hier noch zum Gebiet? Gehört das hier alles noch dazu? Oder ist das... Kommen die Gebiete auch noch? Ruckel, ruckel. Das ist ja krass. Okay, ich würde sagen, machen wir erstmal hier die Ecke. Die beiden Sachen. Ja, also rechts abbiegen. In die Richtung dann. Und schauen wir mal. Wir machen wieder so ein bisschen Nebenmission. Und dann gucken wir mal. Diddly, Diddly. Diddly, der Foodmark. Guck mal, Diddly. Mhm. Mir ein bisschen zu ruhig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da oben war schon ein Scharfschütze. Ich mach mal eben hier den Container auf. So. Da ist ein Moped drin. Da kriegen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Muni. Jawohl. Das haben wir schon. Huch, das Motorrad umgeworfen. Und da oben sitzt ein Scharfschütze drin, ne? Kann das Scharfschütze... Oder? Ich habe doch gerade einen gesehen. Das ist mir echt ziemlich zu... Das ist mir definitiv zu ruhig hier gerade auf den Straßen. Aha. Habe ich es nicht gerade noch gesagt? Warte mal. Wie viele Fahrzeuge brauchen wir denn hier? 15 Fahrzeuge, willst du mich verarschen? Und 15 Radios sind wieder mal mehr. Die Gebiete werden kleiner, aber es sind wieder mal mehr. 20 Scharfschützen, 4 Nebenquests und 8 Basen. Alter Schwede. Da haben wir ja genug zu tun. Da haben wir schon das erste Fahrzeug. Würde ich gerne direkt mal ausprobieren. Aber wir haben nur noch eine Granate, ne? Geht das auch mit einem Molotow? Hey Jungs, ich hab was für euch. Guck mal hier. Nein, und ich bin schon tot. Das gibt's doch gar nicht. Zählt der jetzt trotzdem, wenn das Ding explodiert oder nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Da bin ich aber jetzt echt schnell gestorben. Alter Schwede. Das ging ja jetzt ratzfatz. Nein, das Fahrzeug hat er nicht gezählt, war ja klar. Alter, das ging aber jetzt zügig. Das ging jetzt aber echt mega, mega zügig. Habe ich die Maske noch auf? Ich hoffe mal. Warum drehst du eine Maske? Warum liegt hier Stroh? Dann blass mir doch ein. Aber wie gesagt, bei dem... Hallo.
Das wirkt schon ein bisschen anders, wenn es dunkler ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann nicht wieder Tag sein? Soll ich das nochmal? Boah, ich sehe gar nichts. Erinnere mich ein bisschen gerade an Last of Us. Das Yates Motel wird im Moment von der KVA besetzt. Ah. Früher war es ein Aufklärungsposten des Widerstands, bis die KVA ihn beseitigt hat. Ich bin mir sicher, dass er uns von großem Nutzen wäre, wenn es dir gelingt, ihn für uns zu sichern. Ich denke mal, das kriege ich hin. Das ist kein Thema. Das dürfte eigentlich relativ easy sein. Ah, wie krass das aber auch ist, dass es so... ist auf jeden Fall die Etage. Frage ist, wo muss ich hin? Wie komme ich rein? Ach, ich brauche ein ferngesteuertes Auto. Okay. Wahrscheinlich brauche ich ein ferngesteuertes Auto mit Hacker. Ich probiere das mal. Ah, jetzt kommt das schon, jetzt wird schon mehr. Okay, ich bin in sowas nicht gut. In so ferngesteuerten Mini-Autos. Muss ich das Ding irgendwo hinlenken, um die Tür zu... Aha! Scheiße, ich habe das falsche Auto ausgewählt. Warte mal. Dies ist ein Sperrgebiet. Nein, nicht Heckauto. Unbefugtes Personal wird als mögliche Terrorbedrohung eingestuft. Geben Sie sofort... Kleinkörperauto brauche ich auch nicht. Wie wächst die... Kann ich das nicht auswählen, wenn ich keinen Sprengkopf habe? Wie dumm! Bewegen Sie sich nicht, während sich der Friedenswächter nähert. Wieso kann ich das denn... Hä? Ich kann das nicht wechseln, wenn ich keine Bombe habe oder so. Oder keine... Das ist aber dumm. Weil ich glaube, wir brauchen da... ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, wir brauchen da was zum Sprengen. Ein Sprengauto. Und solange ich keine Ressourcen dafür habe... Das ist ja voll hohl. Komm ich hier vielleicht rein? Was machen die Leute denn, die das... Und hier ist das Schloss hinter. Man kriegt das doch wahrscheinlich nicht anders auf. Na toll, super. Trägerschaltes Zünder, Knallkörper bringt mir ja nichts quasi. Kann ich das echt nicht auswählen? Das heißt, ich brauche ein bisschen ein paar Ressourcen. Vielleicht da oben oder so. Das ist natürlich voll bescheuert. Nur weil ich keine Handgranate habe oder so, oder kein Molotow, kann ich das Sprengauto nicht nutzen. Das ist ein bisschen dämlich. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Gucken wir mal. Hier eine Matratze. Ja, eine Kaffeetasse ist natürlich super. Ein Kinderspielzeug. Ja. Da ich ja auch gerade die Zeit dafür habe, um zu spielen. Ist es am Brennen? Was haben wir hier vielleicht? Ein Nagelhaufen? Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, einem Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Ah, hier ist mal. Und ein Radio. Achso, das zählt gar nicht, das Radio. Achso. Haben wir denn jetzt was zum Bauen? Nein, uns fehlt immer noch Treibladungspulver. Da oben könnte was sein. Oh Gott, guck mal da oben. Hallo mein Freund. Na, wie schaut aus? Lust, den Kopf zu verlieren? So, ich verschwinde mal eben hier. Da ist eine Drohne, da ist eine Drohne. Ich muss weg. La 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 la. So. Schauen wir mal, vielleicht werden wir ja hier fündig. Treibladungspulver, ob wir... Tagebuch. Ich habe ein Tagebuch gefunden, ich werde bekloppt. Brief der Philadelphia Gefängnisbehörde. Sehr geehrter Herr Simpson, betreff jüngste Anschuldigung. Ich schreibe Ihnen, um Sie zu informieren, dass weitere Nachforschungen im Falle der jüngsten Anschuldigung von Häftling Dana Moore angestellt werden müssen. Es handelt sich um ein grobes Fehlverhalten Ihrerseits und Ihre Offiziere in der Strafanstalt Riverside.
Ein Stellvertreter der Gefängnisbehörde wird in einer Woche zur Strafanstalt Riverside kommen, um weitere Befragungen mit Ihnen, Offizier Jeff Klein, Offizier Greg Talbot, Offizier Stan Kowalski und Frau Moore durchzuführen. Wir erwarten von Ihnen und Ihrem Personal vollste Kooperation in dieser Sache. Mit freundlichen Grüßen, Yancy Claymont, Gefängnisbehörde. Aha. Sehr interessant. Ich Chemikalien. Ich hoffe, ich werde hier fündig. Treibladungspulver. Ja, geil. Juhu. Ich freue mich sehr. Mach mal ein bisschen Lampe an. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Chemikalien. Ich glaube, ich kann jetzt Sprengstoff herstellen. Ja. Juppie. Und ich kann sogar einen Molotow herstellen. So, das war's auch schon. Da haben wir schon wieder nichts. Jetzt habe ich auch hier... Natürlich, Sprengstoff, ferngesteuertes Auto. Es ist so lächerlich eigentlich. Weil, macht das für einen Sinn? Wenn ich keine Granate habe, habe ich auch gleichzeitig kein ferngesteuertes Auto mit Granaten, oder wie? Muss da erst die Granate da drauf bauen, oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, die Frage ist jetzt, wo war das Hotel? Uah, hallo! Alter, was war das denn? Boah, geil. War das hier? Warte mal, ich schau mal eben auf die Karte. Ist das hier das Hotel? Ne, hier, ne? Ach, links von mir ist das. Natürlich, da wo die stehen wahrscheinlich. Nein, ihr seht mich nicht. Wie die da stehen. So, wo war denn jetzt das... Hä, das war doch hier, oder? Ah ja, hier war das. Natürlich. Und die Jungs, die stehen hier, ne? Wir müssen doch... Ja, da stehen sie. Komm ich daran vorbei, ungesehen. Lalala. Ich hoffe, das klappt hier. So, jetzt bin ich schon mal hier. Das ist schon mal supi. Ich glaube, es wird so langsam wieder Tag. Das ist natürlich super. Boah, aber wie geil das hier aussieht. Alte Schwede. Da hinten das Schiff. Sieht ein bisschen aus wie Bottrop. Okay. Nicht ganz, aber gut. So, wir müssen... Ich bleib dies mal in Deckung. Dies ist ein Sperrgebiet. Unbefugtes Personal wird als öffentliche Terrorbedrohung eingestuft. So. Guck mal, da sind wir. Jetzt können wir uns das erste Mal auch mal sehen. Bewegen Sie sich nicht. Wir sehen aus wie dieser Dings, ne? Wie dieser Baker, oder wie der heißt. Alter Schwede, huch. So, was muss ich denn einfach dann sprengen an dem Dings oder was? Das funktioniert oder wie? Ist jetzt die Tür offen? Das interessiert mich jetzt mal. Tatsache. Ich werde bekloppt. Das funktioniert wirklich. So. Feuer einfach. Yates Motel. Yeah. Wo ist das denn? Was ist denn das denn für Geräusche gerade im Hintergrund? Yeah. Das Motel gehört uns. Ich schicke jetzt unsere Leute hin, um es für den Widerstand zu sichern. Gute Arbeit, Brady. Mhm. Ich schwöre, wenn ich nicht da draußen kämpfe. Weißt du, ganz ehrlich, wir haben so viele Leute hier, ne? Hier der Typ zum Beispiel auch oder sonst irgendwie draußen auf der Straße, die Leute, die da rumlaufen und hier helfen, ne? Und tralala. Wir sind die einzige Person, die hier alles freiräumt. Die anderen können das anscheinend irgendwie gar nicht. Wir sind die einzige Person, die hier die ganzen Gebiete cleart. Das ist so ein Witz, ne? Und keiner dankt es uns wirklich richtig, außer, ja, wir haben jetzt das Gebiet eingenommen und ja, ist gut gemacht, toll. Ja, finde ich super. Weißt du? Hier spricht Philly Alpha. Ich freue mich, euch zur Abwechslung gute Neuigkeiten überbringen zu können. Ja. Toll. Wir haben einen Goliath gestohlen. Ja, frag mal, wer ihn gestohlen hat. Oh yeah. Yeah. Dank den Bemühungen von Parrish, Heather und dem Wunderknaben Brady. Heathers Hacken des Gehirns hat den Ausschlag gegeben. Gut gemacht, Heather. Danke, Leute. Der wirkliche Dank gilt jedoch Parrish und Brady. Sie waren diejenigen, die ihren Arsch riskiert haben. Ohne dich wären wir tot, Heather. Weißt du was? Da ist was dran.
glaube, das ist eh schon wieder blaues Licht. Hier spricht Parrish. Wir erhalten Berichte über einen Unruheherd. Ein Lager wird angegriffen. Jemand in der Nähe muss einschalten. Jetzt bin ich da auch noch dämlich runtergefallen, weil ich geduckt gelaufen bin. Ich bin so eine hohle Nuss. Das ist unfassbar. Ja, ja. Muss hier weg. So, warte mal. Wo war das jetzt? Wie kam ich da rauf hier, ne? Aber ich wollte das Gebiet hier clearen, weil das sieht eigentlich relativ easy. Weil das war eigentlich relativ easy, wie das aussah hier. Die Frage ist nur, wie komme ich... Ah, hier. Relativ einfach aus. Und ich brauche diese Plattform wahrscheinlich, um nach oben zu kommen. Die Frage ist nur, wie kriege ich... Oder kann ich da einfach hinspringen? Ich glaube nicht, ne, oder? Nein. Okay, das heißt, wir müssen mit dieser Plattform nach oben fahren. Wo ich mich gerade frage, wie das funktioniert. Aber erstmal nehme ich alles mit. Wie... Weil hier in dem Kaff wird doch nie im Leben Strom sein. Oder? Doch, warte mal, was ist denn hier? Und jetzt geht das, oder was? Indem ich mich draufstelle und drauf hoffe, dass es funktioniert. Das geht nicht, das geht auch nicht. Okay, ich werde sagen, wohl. Was habe ich denn jetzt hier umgelegt? Warte mal. Hä? Ah ja, ich folge mal dem Kabel unauffällig. Ah ja, super. Ich bin sehr gespannt. Ach so. Natürlich. Jawohl. Läuft. La 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 la. Sendeempfänger in Lombard.